Wer sind die? Weitläufer. Großvater hat gesagt, sie sind auf ihrer großen Wanderung. Und wo kommen sie hergewandert? Aus dem kalten Land. Sie suchen was zu essen. Sie wissen, sie können sich hier ausruhen und dann weiterwandern. Naja, nachdem sie sich den Bauch mit unseren Baumstern vollgeschlagen haben. Aber nur, wenn du sie nicht alle aufgeäst. Was hast du da gesagt? Ojemine, ich nur gesagt, das wäre furchtbar schlimmicklich. Littlefoot, deine Großmutter ruft dich. Hä? Ducky, Spike. Komm, wir gehen nach Hause, Spikey. Sarah. Hä? Ab ins Nest. Na dann ab nach Hause. Eine Welt von blöden Fliegern beherrscht. So war's. Was nicht? Was doch? Was nicht? Was doch? Was nicht? Littlefoot. Hä? Littlefoot. Ich komm ja schon. Au! Littlefoot? Na, wie das Ding durch den Himmel geflogen ist und wie hell es war und den Krach, den es gemacht hat und... Ach, habt ihr es etwa nicht gesehen? Littlefoot, wir müssen mit dir reden. Worüber denn? Über das, was du in der Nacht gesehen hast. Weißt du, es hat sich herumgesprochen, Liebes? Ein paar unserer Gäste haben sich, aufgeregt. Aufgeregt? Das ist noch sehr milde formuliert. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden. Gleichfalls. Littlefoot, erzähl doch einfach allen, was genau du gesehen hast. Also, ich habe einen fliegenden Stein gesehen. Na bitte, da habt ihr's. An einem fliegenden Stein ist nichts Ungewöhnliches, das haben wir alle schon gesehen. Ja, aber dieser hier war anders. Oh. Ja, der ist ganz tief geflogen und hat geleuchtet wie die helle Scheibe. Nur blau. Und er hat knackende Geräusche gemacht, wie Feuer in den Bäumen. Hör mal, Kleiner, niemand außer dir hat dieses Ding gesehen. Wie erklärst du dir das? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, dass alle anderen geschlafen haben. Du glaubst mir doch, oder, Großvater? Selbstverständlich, Littlefoot, aber nein. Was ist denn? Weißt du, vielleicht hast du einen fliegenden Stein gesehen, der dir nur anders vorkam, Littlefoot. Vielleicht warst du noch verschlafen. Oder vielleicht hast du auch nur davon geträumt. Das wäre doch immerhin möglich. Also, das könnte schon sein, aber... Es ist doch immer dasselbe. Ja. Was sie nicht mit eigenen Augen gesehen haben, das gibt es eben nicht. Wie kann man nur so engstirnig sein? Ich muss doch sehr bitten, also. Vielleicht sogar um Verzeihung. Ich meine, was ist, wenn der Langhals wirklich etwas gesehen hat? Etwas Ungewöhnliches. Wundersames. Völlig Unmögliches. Ach, wirklich? Habt ihr denn wahrhaftig schon alles gesehen? Dann gibt es ja für euch gar keine Geheimnisse mehr. Nein. Ah, und warum nennt ihr dann das geheimnisvolle Jenseits geheimnisvoll? Warum nicht das langweilige Jenseits oder das, was jeder schon von uns kennt, Jenseits? Entschuldigt, aber was wollt ihr uns nun eigentlich sagen? Naja, was ist, wenn das kein gewöhnlicher fliegender Stein war? Was ist, wenn es zum Beispiel ein Stein des kalten Feuers war? Was ist ein Stein des kalten Feuers? Gute Frage. Manche behaupten, dass diese Steine leuchten, ohne dass sie heiß sind. Manche glauben, sie verleihen ungeheure Kräfte. Sie können Kranke heilen und andere Wunder bewirken. Und wieder andere glauben, dass diese Steine eine Botschaft sind. Was für eine Botschaft? Eine Botschaft aus dem Land hinter dem geheimnisvollen Jenseits.
seid nicht aus dieser Gegend, nicht wahr? Das könnte man so sagen. Schön, dann erkläre ich euch mal, wie die Dinge hier bei uns so laufen. Ich bitte darum. Ich halte es vor Spannung kaum noch aus. Erstens ist ein fliegender Stein nur ein fliegender Stein. Zweitens kann Feuer nicht kalt sein. Und drittens gibt's nichts hinter dem geheimnisvollen Jenseits. Bist du dir da sicher? Ja, und ich bin mir auch sicher, dass wir keine schwafelnden Regenbogengesichter brauchen, die unsere Kinder verwirren. Bitte, ich weiß, wo er runtergekommen ist. Wir könnten ihn doch suchen und... Nein, kommt nicht in Frage. Die rauchenden Berge sind tief im geheimnisvollen Jenseits. So weit kommt's noch. Da gibt's Scharfzähne und Feuergruben. Schluss damit! Aber... Jetzt hör mir mal gut zu, mein Junge. Bis die Weitläufer das große Tal verlassen haben, wäre es vielleicht besser, wenn wir nicht von den fliegenden Steinen reden, einverstanden? Was ist? Ja, Großvater. Wir müssen uns doch